So, jetzt Atle. Es gibt noch einen Sonderfall, den ich noch nicht angesprochen habe. Fahrrad. Was ist denn, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist? Ist man dann so wie im Auto? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, man riecht ja immer noch nach Mensch. Ist man dann wie auf einem riesigen Pferd? Wahrscheinlich nicht. Weil es ist halt kein Pferd, sondern einfach nur ein Fahrrad. Ob der ein Fahrrad wirklich zuordnen kann, als was auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir für ihn dann auch ein super schnell rennender Mensch. Weiß ich nicht. Interessant ist jetzt bei irgendwelchen Fahrradszenarien, wie schnell ist so ein Wolf? Weil so ein Fahrrad ist ja auch durchaus schnell. Topspeed im Wald, 50 km/h tendenziell. Das ist so mehr oder weniger geschätzt. Wenn man jetzt als Mountainbiker, der das entsprechend kann, wie blöde den Berg runterbrettert und in dem Moment kommt ein Wolf aus dem Gebüsch und will einen fressen, dann ist man vermutlich schneller. Sehr wahrscheinlich, weil man das kann. Fährt man gerade den Berg hoch mit 5-6 km/h und will einfach nur nicht schieben, weil man zu stolz dazu ist, so geht es mir meistens, dann wäre das schon potenziell möglich, dass der Wolf aus dem Untergeholz bricht und einen fressen möchte. Ich erinnere an den Fall mit dem Jogger, mit dem Joggerwesen in Alaska, wo man halt nicht mitbekommen hat, dass man beim Sport, beim schnellen Fortbewegen, beim sich von den Wölfen entfernen, eben von den Wölfen verfolgt wurde. Das kann einem theoretisch möglicherweise vielleicht auch mit dem Fahrrad passieren. Gut, wenn man es merkt, dann steigt man ab und stellt sich dem Wolf gegenüber und macht die Situation klar und geht dann diese entsprechenden Punkte durch, die wir jetzt durchgekaut haben, genauso als hätte man gar kein Fahrrad dabei. Das Fahrrad kann aber durchaus sehr hilfreich sein, wenn der Wolf wirklich angestürmt kommt, dann kann man sich hinterm Fahrrad verstecken. Das ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Dann springt der Wolf gegebenenfalls möglicherweise ins Fahrrad rein oder rennt drumherum. So ein Vierbeiner, ein vergleichsweise langer Vierbeiner, ist nicht super ultra wendig, wenn es ums Kurvenrennen geht. Man hat da vielleicht eine Möglichkeit, dass man dann wirklich sehr schnell sein Fahrrad umdreht und sein Fahrrad dann irgendwie so ein bisschen als Deckung möglicherweise verwenden kann. Möglicherweise. Oder man lässt Fahrrad stehen und macht halt auch wieder das Gleiche, was man machen würde, wenn man gar kein Fahrrad dabei hätte. Ich weiß es nicht. Es gibt keine Erfahrungswerte, wie Wölfe auf Radfahrer reagieren. Da gibt es wirklich überhaupt nichts zu. Gar nichts. Deswegen kann man da wirklich nur spekulieren und ich wollte es nur mal ganz kurz angesprochen haben. Okay, so, dann haben wir schon die Automenschen und die Pferdmenschen angesprochen. Und jetzt müssen wir dann zu dem Punkt Mensch mit Hund kommen. Und das hatte ich auch schon mal in einem eigenen Video behandelt. Ich möchte es aber hier trotzdem nochmal einbauen. Was es oft gibt in den Kommentaren unter dem entsprechenden Video, ist, dass irgendjemand der Meinung ist, einen Ultrahund zu haben. Ha, 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 wenn der Wolf kommt, ich mit meinem 6000 Kilo Robo-Vernichtungshund, der aus seinen Augen Todeslaser abschießen kann und außerdem 4 Toastscheiben auf einmal zubereiten kann und Kaffee kocht. Da lacht dann mein Hund und der Wolf hat das Nachsehen. Ja, das ist so eine Sache. Ist das wirklich realistisch? Euer Hund, selbst wenn es ein, was weiß ich was, für ein riesiges Viech ist, ne? Ist aufgewachsen bei euch daheim und ist es gewöhnt, dass wenn er Hunger hat, die Dose aufgeht und er ein Näpfchen voll mit Futter bekommt. Wolf lebt sein Leben lang draußen in der Natur und muss alles, was er fressen will, vorher umbringen. Tatsache ist, dass man bisher so gut wie nicht feststellen konnte, dass ein einzelner Hund, der sich wirklich mit dem Wolf anlegt, das überlebt. Möglicherweise überlebt der Wolf auch nicht. Und es ist vollkommen Wurst, was für ein ultimativer Ultra-Todeshund das entsprechend gewesen ist. Dem fehlt einfach die Erfahrung, das Töten, das Leben draußen, den Kampf ums Überleben, die Wildheit. Das haben wir denen alles abgezüchtet. Wir haben ja gerade deswegen aus einem Wolf einen zahmen Hund gemacht, damit er zahm ist. Und jetzt wollen wir das nicht mehr haben. Jetzt wollen wir nicht mehr die reißende, Und jetzt wollen wir umgekehrt die reißende Bestie in unserem zahmen Haushund plötzlich wieder erweckt haben, in dem Moment, wo der Wolf angreift. Unrealistisch. Unrealistisch, wirklich unrealistisch. Das müsste dann wirklich schon ein Hund sein, der echt extrem scharf drauf ist. Also ein Kampfhund. Nicht ein Kampfhund im Sinne von, die Rasse ist als Kampfhund gezüchtet, aber eigentlich ist der total lieb. Das sind voll die lieben Hunde, sondern ein Kampfhund, der auch als solcher erzogen ist.
Ich weiß, ich weiß. Jedes Mal werde ich angenörgelt, wenn ich sage Kampfhund. Aber das sind eigentlich voll die lieben Hunde. Ja, aber wenn sie entsprechend erzogen sind und sie sind entsprechend gezüchtet, sie sind von ihren Genen her so ausgewählt worden, dass sie nach Möglichkeit hohe Wahrscheinlichkeit haben, ein sehr aggressives Verhalten zu zeigen. Das ist schon absichtlich so gemacht worden. Da könnt ihr erzählen, was ihr wollt, egal wie lieb die sonst so theoretisch sind. Wenn man ihnen dann entsprechend beibringt, auch ein Kampfhund zu sein, nicht die Rasse, die zu den Kampfhunden gezählt wird, und der Begriff Kampfhund sowieso sehr umstritten ist, sondern tatsächlich ein Hund, der fürs Kämpfen da ist, der fürs Kämpfen ausgebildet wurde. So einer, wenn ihr so einen dabei habt und der Wolf kommt, das mag hilfreich sein. Na? Das mag sein, dass so einer dann möglicherweise gewinnt. Aber mit sehr, 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 sehr großer Wahrscheinlichkeit ist das ein Einweghund. Soll heißen, der macht zwar den Wolf kaputt, aber der stirbt dabei. Sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass man den dann rechtzeitig zum Tierarzt bekommt, aus dem Wald raus und so weiter. Unrealistisch. Unrealistisch. Ne? Also das ist wirklich wichtig und das ging mir in den Kommentaren unter dem entsprechenden Video schon ein wenig auf den Keks, wie viele Leute denken, dass sie eine Killerbestie als Schoßhund haben, die mit einem wirklich ständig am tötenden Wildtier, einem Raubtier, das wirklich diesen Begriff zurecht trägt, mit dem Potenzial, wirklich enorm tödlich zu sein. Das ist nämlich so ein Wolf, ne? Er ist im Grunde wirklich nicht gefährlich für uns. Aber potenziell ist er schon extrem tödlich. So, und jetzt wollen wir mit unserem Schoßhund Fifi denken, dass der, nur weil er groß und stark ist, das Potenzial hat, auch die mentale Stärke hat und das Wissen hat, wie man jemand anders totbeißt, so gänzlich ohne Erfahrungswerte. Ja, das ist wie wenn du Couch-Potato, mich, keine Ahnung, der ich mich zwar durchaus schon ein kleines bisschen mit Nahkampf beschäftigt habe, ins nächste Wikingerdorf schickst und sagst, jetzt hier, fordere mal Erik den Blutigen raus und kämpf mal mit dem um Leben und Tod. Ungefähr so ist das, ne? Potenziell bin ich auch ein relativ großer Vertreter von Homo sapiens und auch nicht der Allerschwächste und habe auch, wie gesagt, schon zwei, dreimal auch ein europäisches Langschwert oder ein Wikingerschwert, habe ich auch schon mal in der Hand gehabt und so weiter und so fort. Aber würde ich mir deswegen anmaßen, nur weil ich potenziell die Statur habe, die das vielleicht ermöglichen würde, mich mit einem echten Wikinger anzulegen? Nein! Und das erwartet ihr aber von euren Hunden offensichtlich. Also das, da kann man sich richtig drüber aufregen. Das, so viel zum Thema. Ne? So, wenn man einen Hund dabei hat, mit Hund Gassi geht im Wolfsgebiet, dann ist das so, dass so ein Hund von Wolf nach Wolf riecht. Wenn es jetzt ein Gebiet ist, in dem ein Rudel ein Gebiet hat, ein Revier und da heimisch ist, und jetzt läuft man da als Mensch mit einem anderen Wolf, in Anführungszeichen, in dieses Revier rein. Und das Rudel, das da herrscht und dieses Revier auch entsprechend verteidigt, auch gegen andere Wölfe, bemerkt diesen Hund. Die Chancen, dass sie dann kommen und mal schauen, was da los ist, stehen nicht schlecht. In den allermeisten Fällen, schon wieder, wird es dann so sein, dass sie feststellen, ach so, das ist ein Hund, der ist da unterwegs mit Mensch, der geht bestimmt gleich wieder, lassen halt durchziehen, der ist gleich wieder weg und nichts passiert, in den allermeisten Fällen. Denkbar wäre aber auch, und das ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass sie den Hund als Bedrohung wahrnehmen, den Hund attackieren, dann teilweise auch wirklich im Rudel, und da hat man überhaupt keine Chance, dazu kommen wir nachher noch, und den Hund halt einfach töten. Als Mensch kann man da unter Umständen wirklich sehr, sehr, sehr gut nebendran stehen und wird von den Wölfen völlig ignoriert. Die töten den Hund und hauen wieder ab. Da gibt es wirklich entsprechende Berichte von solchen Fällen und das macht auch einfach Sinn, weil Mensch, was soll ich mit dem? Der Hund hingegen, der ist Konkurrenz. Der macht hier in unserem Revier rum. Der hat hier sogar gegen den nächsten Baum gepinkelt und fängt hier an, unser Revier zu markieren. Das geht ja mal überhaupt nicht. Den vertreiben wir jetzt. Vielleicht reicht es ihnen auch, wenn der Hund dann wegrennen kann. Wenn man den Hund allerdings an der Leine hat, damit er nicht wegrennt. Er möchte aber gerne wegrennen und man lässt ihn aber nicht. Sondern er soll gegen die Wölfe kämpfen. Gegen mehrere. Vielleicht ein bisschen blöd. Wenn man versucht, dem Hund dann zu helfen, wenn die Wölfe angreifen, indem man auf die Wölfe einkloppt. Vielleicht ein bisschen blöd. Ich meine natürlich, wer einen Hund hat, der wird ihn schon sehr gern haben. Ne? Um nicht zu sagen lieben. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall nicht besonders schlau in Sachen Selbsterhaltung,
einen Wolf anzugreifen, weil der den eigenen Hund angreift. Auch möglich wäre, dass ein gerade allein unterwegs Wolf von einem Hund angezogen wird, weil Hund zum Beispiel eine Hündin ist und Wolf ein Rüde und Hündin gerade läufig. Irgendwie muss es ja zu Mischlingen kommen, ne? Irgendwo muss der Hund ja auch mal hergekommen sein. Dementsprechend ist das sehr wohl durchaus auch nicht unrealistisch, dass es eher aus romantischem Interesse zu einer Begegnung mit Wolf kommt. Aber egal, was die Wölfe anlockt, der Hund als Eindringling im Revier oder der Hund als Gespielen oder Gespiele, je nachdem, die Chance, Wölfen zu begegnen oder einem Wolf, die ist höher, wenn man einen Hund dabei hat. Das ist nicht geringer. Ein Hund bietet also keinen Schutz. Er erhöht die Chance, Wölfen zu begegnen. Er erhöht auch die Chance, Wölfen zu begegnen. Und es kommt zu einem, sagen wir mal, aggressiven Zwischenfall. Auch wenn der nur dem Hund gilt. Und zum Beispiel, einer der drei prominenteren Fälle, wo Menschen von Wölfen angegriffen werden, die ich damals in der Wildbiologie-Vorlesung gehört habe, waren drei Fälle. Ich sage sie kurz. Das eine war ein Forscher, der doof genug war, einen Wolf aus einer Lebendfalle zu holen, ohne ihn vorher zu betäuben. Ist klar, ne? Das ist einfach nur doof. Das andere war ein Jäger, der sich tatsächlich mit Hirscharoma getarnt hatte, um von den Hirschen nicht entdeckt zu werden und dann leider von einem Wolf für einen Hirsch gehalten wurde. Aus irgendwelchen Gründen wurde er jedenfalls gebissen. Dann hat der Wolf an dieser Stelle festgestellt, ups, Irrtum, schmeckt ja ganz anders, na dann gehe ich mal wieder und ist abgehauen. Es kam also wirklich nur zu einem Biss. Der wurde nicht getötet, der wurde nur angeknabbert sozusagen. Mal probieren. Hat man auch mal Glück gehabt, ne? Selbst wenn man sich also mit Hirschduft als Hirsch ausgibt und in der Landschaft liegt und wunderbar lecker riecht, dann wird man nur angeknabbert, ne? Auch der Forscher, der den Wolf aus dem Käfig geholt hat, wurde nur gebissen und nicht getötet. Ja? War also auch nicht so dramatisch. So, und auch der Typ, der seinen Hund verteidigen wollte, indem er halt auf den Wolf eingekloppt hat, der gerade dabei war, den Hund zu zerlegen, wurde vom Wolf nur einmal kurz gebissen und dann wurde der Hund weiter zerlegt und dann ist der Wolf auf jeden Fall wieder abgehauen. Also ist es für den Mensch noch relativ glämpflich ausgegangen, Vivi war halt im Eimer. Der Wolf ist der Urvater aller Hunde. Der Wolf ist stärker und gefährlicher und einfach wilder als alle Hunde. Nochmal, nicht denken, ihr habt den Ultrahund, der mit Wölfen fertig wird. Es gibt Züchtungen, die dafür gedacht sind. Die muss man aber entsprechend ausbilden. Die darf man nicht als Sofahund vom Fernseher dann aufwachsen lassen. Die muss man entsprechend ausbilden. Wenn ihr also einen Wolfshund habt, so einen irischen Wolfshund zum Beispiel, ich glaube, so heißt der, und habt den darauf gedrillt, Wölfe zu töten, dann herzlichen Glückwunsch. In allen anderen Fällen, nö. Nö. Generell würde ich vorschlagen, wenn Hund mit euch im Wald unterwegs ist, im Wolfsgebiet, nehmt ihn an die Leine. Es ist nämlich durchaus hilfreich, dass Hund und Mensch eine Einheit bilden, sehr nah beieinander laufen. Das merken dann auch die Wölfe und die können dann schon unterscheiden, dass das jetzt nicht unbedingt ein wildernder, anderer Wolf ist, sondern irgendeine ganz seltsame Konstruktion von einem Hund, der neben einem Mensch herläuft. Das würde ich wirklich sehr empfehlen wollen. Sollten tatsächlich Wölfe ankommen und aggressiv wirken und euer Hund will wegrennen, dann lasst ihn halt rennen. Das ist für den auch die bessere Überlebenschance. Die Chancen, dass die dann nämlich nur ein Stück weit verfolgen und dann realisieren, okay, der rennt jetzt weg, wir haben gewonnen, da müssen wir nicht kämpfen, das wollen die nämlich nicht. Die würden kämpfen, wenn es sein muss, nicht unbedingt um jeden automatisch sofort wollen, tun sie das normalerweise nicht. Es sei denn, es handelt sich um irgend so einen wirklich, wirklich Kuschelhund, ne? Also irgend so was ganz Kleines, Niedliches. Das wirkt, hat man auch schon festgestellt, tendenziell, ne? Es sind keine super tollen, verlässlichen Daten, aber tendenziell wirkt das auf Wölfe mitunter sogar noch aggressiver, weil sie das irgendwie als, weiß ich nicht, was wahrnehmen, jedenfalls nichts, was ihnen gefällt, als irgendein Hund, der recht nah am Wolf dran ist, von der Optik her. Zum Beispiel ein Schäferhund oder ein Husky oder irgendwie sowas. Das ist ja auch durchaus ein Risikofaktor, wenn man sich mit einem Husky anlegt als Wolf oder mit einem Schäferhund oder sonst wie. Die sind einfach von ihrer Physis her zumindest mal potenziell in der Lage, einem Wolf gefährlich zu werden. Ein Pudel? Ein Chihuahua? Ein Haps und weg. Also, ne?
das spielt schon eine Rolle, aber ich würde nicht so weit gehen wollen und irgendwie davon ausgehen, dass euer Schäferhund den Wolf zerlegt. Das wird nicht passieren. Zusammenfassend, Hund im Wolfgebiet dabei haben, erhöht die Chance aufs Wolfbegegnung. Das muss dann nicht aggressiv ausgehen. Es erhöht aber auch eben die Chance für so einen aggressiven Ausgang. Wahrscheinlich, nach dem, was man halt bisher einfach nur so beobachten konnte. Und das sind wirklich überhaupt keine verlässlichen Daten, aber mehr gibt's nicht. Ist es wahrscheinlicher, dass es in irgendeiner Form Aggressivität gibt bei einer Wolfbegegnung, wenn der Hund dabei ist, als wenn der Hund nicht dabei ist. Der Hund wirkt nicht deeskalierend. Der Hund wirkt eher Aggressivität fördernd. Und ich würde wirklich vorschlagen, wenn der wegrennen will, dann lässt man ihn rennen. Dann rennen die Wölfe ein Stückchen hinterher, dann stellen sie fest, wir haben gewonnen, dann ziehen sie sich zurück und der Hund kommt halt irgendwann dann wieder zurück. Oder man geht ihn halt suchen. Irgendwann wird er schon wieder auftauchen. Das ist immer noch wirklich, wirklich gesünder, als ihn gegen seinen Willen festzuhalten, während er wahnsinnig Angst hat, während er zerrt, während er versucht zu flüchten, damit das Verfolgungs- und Angriffsverhalten der Wölfe eben entsprechend auslöst. Und dann hat man ihn noch direkt an der Hand und hebt ihn fest. Das ist halt für einen selber sehr gefährlich. Aber es muss jeder natürlich selber wissen, wie wichtig einem der Hund ist. Wenn man jetzt sagt, ich kann nicht leben ohne Hund und würde meinen Hund bis aufs Blut verteidigen und vorher gehe ich mit einem Taschenmesser auf den Wolf los, als dass ich den an meinen Hund reinlasse. Wer das für sich sagen kann und möchte, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Kann man auch machen. Aber ja, das ist halt so bisheriger Stand der Beobachtungen, die man gemacht hat. Es gibt da überhaupt keine Studie dazu und es gibt da auch keine großartige Literatur. Ich habe halt nun mal wirklich alle Beobachtungen, die es da so gibt, für mich selber so zusammengetragen und habe einfach mal geguckt, wie oft kommt das vor, wie oft kommt jenes vor und so weiter und so fort. Statistisch ist da überhaupt nichts abgesichert, aber ja, das ist der Stand der Dinge. Man weiß es halt einfach nicht so genau. Gibt es da noch mehrere Hunde, ne? So ab 2-3 nennenswerter Hunde, also auch wieder so Husky-Größe, irgendwas um den Dreh, vermute ich jetzt einfach. Auch das kann man wirklich nur schwer an irgendwelchen Daten festmachen. Ist es dann halt eine ganze Hundemeute und da wird sich zumindest ein Einzelwolf sehr, 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 sehr stark überlegen, ob er es da jetzt zu einer Konfrontation kommen lassen möchte. Es kommt auch in der Natur nicht vor, dass ein Wolfsrudel in das Gebiet eines anderen Wolfsrudels eindringt. Hat man jedenfalls noch nie beobachtet. Das sind immer Einzelwölfe, die halt eben flügg geworden sind, die das heimatliche Rudel verlassen. Das sind ja immer Familienverbände. Sprich, da gibt es ein Elternpaar und alles andere sind Kinder von denen, Nachkommen. Und wenn die alt genug werden, dann ziehen sie halt selber los, um in irgendeinem Gebiet, das noch nicht von einem Rudel belegt ist, sich heimisch niederzulassen und halt zu hoffen, dass dann halt ein weiterer Einzelwolf, der daheim ausgezogen ist, des anderen Geschlechts da halt vorbeikommt und man sich gegenseitig gut riechen kann. Und dann gründet man ein eigenes Rudel. So läuft das ab. Und in diesem Expansionsprozess, wo die jungen Wölfe eben durch die Gegend wandern, so einer, der in das Gebiet eines vorhandenen Rudels kommt und da nicht sofort wieder verschwindet, der wird halt gerne angegriffen. Und das gilt halt eben auch entsprechend für Einzelhunde, nicht für ganze Gruppen von Hunden. Die werden ja auch viel zu gefährlich. Da werden sich die Wölfe dann hüten, da anzugreifen. Wölfe gehen kein Risiko ein, das immer im Hinterkopf behalten. Also im Regelfall gehen die wirklich kein Risiko ein und wägen ganz, ganz, ganz genau ab, ob ihnen jetzt ein Angriff was bringt oder ob ihnen ein Angriff nur schadet. Wir kommen zum Sonderfall Rudel generell. Eine Sache, die ich auch recht oft in den Kommentaren gefragt worden bin, ist, was mache ich denn, wenn ein ganzes Wolfsrudel angreift oder wenn ein Wolfsrudel kommt und was von mir möchte? Wie verhalte ich mich dann? So, da ist es im Regelfall so, ein Wolf lebt ja im Rudel. Ne? Wenn er ein Pärchen ist, wenn er halt eben entsprechend ein Pärchen zusammengefunden hat und dann hat er Nachwuchs und die wohnen im gleichen Rudel und alles zusammen ist ein Familienverband und das nennt man dann halt eben entsprechend Rudel und in dieser Struktur gehen die auch auf die Jagd. Vielmehr rennen die nicht in der Gegend rum, außer um zu jagen.
sonst hocken sie halt daheim und lassen sich's gut gehen und spielen miteinander und heulen um die Wette und machen gegenseitige Fellpflege oder produzieren noch mehr Nachwuchs. All solche lustigen Dinge. Aber wenn sie unterwegs sind im Revier, dann sind sie meistens auf der Jagd. Wenn uns also ein Wolfsrudel begegnet, dann ist es wahrscheinlich auf der Jagd. Weil es ist unrealistisch, dass das komplette Rudel nicht merkt, dass da irgendwo ein Mensch ist. Irgendwer wird das wahrnehmen und dann werden die entsprechend reagieren und uns aus dem Weg gehen. Also der einzige Fall, der mir wirklich einfallen mag, in dem man einem Wolfsrudel begegnen kann, dass die sich aktiv annähern und man jetzt nicht sie aufgesucht hat, weil man Wolfsforscher ist oder Wolfsbeobachter oder auf Wolf-Telemetrie-Tour oder irgendwie sowas, dann reagieren sie im Regelfall entweder überhaupt nicht oder hauen ab, wenn sie einen bemerken oder sonst was. Aber da wir das ja nicht vorhaben, ist die einzige Möglichkeit, wie ein Rudel sich uns annähern kann, tatsächlich, dass die gerade dabei sind zu jagen. Und wenn sie sich dann uns nähern, stehen die Chancen, dass wir die Beute sind, relativ gut. So, und das ist einfach unglaublich unrealistisch. Das passiert nicht. Das ist so unrealistisch, dass wir das wirklich ausschließen können. In Deutschland absolut überhaupt nicht. Realistisch. Gar nicht. Also bei aller Vorsicht und bei allem, es könnte ja aber vielleicht doch sein, nein, das ist so abwegig, das halte ich überhaupt nicht für möglich. Dass die wirklich als komplett, als wirklich richtige Beute ansehen, als Beutetier und mit dem kompletten Rudel hinter einem her sind. Nee. Aber nur mal spaßeshalber, das würde doch passieren, angenommen. Wie verteidigt man sich gegen einen Wolfsrudel? Nicht. Ne? Entweder hat man entsprechend großkalibige Schusswaffen dabei und ballert in alle Himmelsrichtungen, in der Hoffnung, dass sie dann abhauen, oder nicht. Ne? Das geht nicht, schlicht und ergreifend. Und der Wolf ist ja normalerweise ein Lauerjäger, das heißt, da steckt in den Gebüschen Wolf, in den Gebüschen Wolf, in den Gebüschen Wolf, egal welche Richtung du läufst, irgendwo kommt da rausgeschossen und hat dich. Ne? Kannst du vergessen. Als Mensch gegen einen Wolfsrudel, ne. Selbst wenn man bewaffnet ist, wenn die einen wirklich jagen wollen würden, super unwahrscheinlich, dass man das schafft, das zu überleben. Es sei denn, man ballert halt wie gesagt um sich und hofft, dass sie dann flüchten, was sie wahrscheinlich tun. Es kommt da sowieso nicht zu dieser Situation. Aber das kam so oft in den Kommentaren, dass ich es jetzt halt auch doch mal ansprechen wollte. Es ist halt wirklich eine rein akademische Fragestellung sozusagen, was man tun sollte, wenn man von einem Wolfsrudel angefallen wird. Das Beispiel mit dem Jogger oder der Joggerin nochmal, ne? Das war eine bedauerliche Verwechslung. In so einer Situation kann das vorkommen. Ansonsten, ne, glaube ich nicht dran. So, und dann wäre da noch der Sonderfall, wenn man im Wald schlafen möchte, ne? Also man baut sich hier irgendwo da hinten, legt man sich einfach seine Isomatte hin, haut sich da drauf, Schlafsack, gute Nacht. So, und jetzt kommt der Wolf. Erstens mal, warum sollte der Wolf kommen? Der riecht einen ja auch. Der kann es vielleicht gerade dann besonders nicht zuordnen, wenn plötzlich Mensch im Wald übernachtet. Wenn es an dieser Stelle, wo der Mensch vielleicht auch hier und da mal auf dem Klo war und so weiter, sehr menschlich riecht. Und dann liegt da auch noch einer rum, mitten im Wald. Dann kann der Wolf das wirklich nicht zuordnen, was hat er wahrscheinlich noch nicht erlebt. Es gibt zwei Szenarien. Entweder ist er neugierig und kommt gucken. Dann stellt er fest, okay, da ist halt Mensch, ja, ist gleicher Mensch wie sonst auch, und geh wieder. Das ist am aller realistischsten. Oder er kommt gar nicht erst gucken und stellt fest, oh ja, okay, da liegt Mensch rum, rieche ich hier eindeutig, muss ich gar nicht erst hingehen. Der Fall ist klar, braucht man sich nicht weiter drum kümmern. Bom. Das sind so die aller realistischsten Fälle. Wovor es natürlich alle Welt wieder Angst hat, dass der Wolf tatsächlich ins Lager kommen könnte und einen anknabbert oder einen abschlägt oder irgendwie mal probiert, was man denn für einer ist. Da gilt das Gleiche, was man theoretisch auch bei Bären machen sollte. Bei Bären sollte man es ja wirklich, wirklich machen. Bei Wölfen kann man es auch machen, schaden kann es nicht, außer dass es zusätzlicher Aufwand ist, dass man erstmal seine Nahrungsmittel, die der Wolf möglicherweise gerne haben möchte, die er dann auch als solche durchaus erwittert, wirklich in den Baum hängt, wie man das eben aus Bärengebieten kennt. Und zwar im Fall von Wolf mindestens 2 Meter hoch, 2 Meter weg vom Stamm und
Das ist bei Bären wichtig, beim Wolf jetzt nicht mehr, weil klettern kann der halt überhaupt nicht. 2 Meter tief, also an einem Seil unter dem Ast hängen, auf das der Bär sich theoretisch, auf den, den der Bär sich theoretisch setzen könnte. Das gilt bei Bären, aber, oder man macht auch 3 Meter zum Teil, je nachdem wie groß der Bär potenziell sein könnte. Ne? 2 Meter hoch werden die ja, da muss man sich nur aufstehen, Pfote nach oben. Und hat's, dann wäre 2 Meter relativ wenig. Für einen Wolf würde 2 Meter hoch und 2 Meter weg vom Stamm vollkommen ausreichen. Besonders tief am langen Seil hängen lassen muss man das Ganze dann nicht. Aber wer wirklich im Wolfsgebiet unterwegs ist und zum Beispiel Salami dabei hat oder irgendwas, was einem Wolf schmecken könnte, Leberkässemmel, keine Ahnung, sonstige fleischhaltige Sachen oder sogar irgendwelches Fleisch, weil er sich ein Cordon Bleu machen möchte im Wald oder ähnliches, ja? Soll ja auch schon vorgekommen sein. Ja, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen kritisch, dass das potenziell wirklich dazu führen könnte, dass dann einer vorbeikommt und dann doch neugierig ist. Was soll das da? Ne? Also das kann man A, wie gesagt, an den Baum hängen und B, weit weg vom Schlafplatz, dass der Wolf da hingehen kann und gucken kann, was ist das da, komme ich da dran, nein, komme ich nicht dran, okay, dann gehe ich wieder, ohne quasi den Schläfer zu belästigen. Ansonsten ist es generell nicht möglich, seinen Platz so zu tarnen, dass der Wolf nicht rausfindet, dass man da ist, wenn er in der Nähe vorbeikommt, weil riechen tut er einen sowieso. Dann wäre es eher vorteilhaft, den Platz so zu sichern, dass man wirklich, wirklich, wirklich absolut und hundertprozentig sicher so gerochen wird, dass man als Mensch auch zu identifizieren ist. Heißt, man kann durchaus mal hier an diverse Bäumchen möglichst die Blase häufiger entleeren, um seinen Lagerplatz. Das hilft dann schon zur Geruchsmarkierung. Ich habe auch in einem anderen Video schon mal angemerkt gehabt, sonstige Sachen, die sehr, sehr stark nach Mensch riechen, eben entsprechend verwenden. Shampoo, Deo, Duschgel, was auch immer. Alles, was parfümiert ist, das gibt es nur bei uns. Das weiß der Wolf auch. Alles, was er bisher so an Mensch gerochen hat, was im Wald unterwegs läuft, durch die Gegend läuft, riecht auch irgendwie nach diesen seltsamen Parfümsubstanzen. Hat vielleicht Deo drauf, hat vielleicht eben noch geduscht, hat wohlduftende Haare, weil es irgend so eine attraktive, blonde Schweizerin ist, die sehr wohlduftende Haare besitzt. Wäre ja möglich, ne? All sowas. Und das riecht der Wolf natürlich. Dann relativ einfach und schnell und weiß sofort, das ist Mensch. Und deswegen würde ich das wäre so also die Sache, die ich machen würde, wenn ich jetzt in einem nennenswerten Wolfsgebiet unterwegs wäre. Ich bin hier zwar theoretisch im Wolfsgebiet, aber wenn es hier 3 Stück gibt, dann sind da schon viele. Falls es 3 Stück gibt, vielleicht ist es auch nur der eine. Wir wissen es ja nicht. Aber noch mache ich mir überhaupt keine Sorgen und noch werde ich auch keine Maßnahmen ergreifen, um da in irgendeiner Form irgendwelche Lagersicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Wer dann auf ganz Nummer sicher gehen möchte, kann sich natürlich auch von Baum zu Baum eine Schnur spannen. Und da gibt es jetzt diese berühmten Lappschnüre. Die haben noch diverse andere Namen. Eine Schnur. Und an der hängen so Lappen runter, also einfach so lange Stofflappen, bis auf Bodenhöhe. Also man kann da schon noch durchgucken, aber doch relativ nah beieinander. Und das eben an einer Schnur, die Schnur so ungefähr 1,50 Meter hoch und entsprechende 1,50 Meter lange Stofflappen dann darunter hängen lassen. Wer wirklich viel Angst vor Wölfen hat, könnte sich sowas, so eine lange Lappschnur, eine Lappleine, wirklich mal bauen. Das ist ja, kostet ja nicht die Welt. Nimmt man halt irgendwelche alten Stofffetzen oder sonst viel. Man kann es auch aus Plastik machen, theoretisch. Nimmt man irgendeine Plastikfolie und macht da diese Lappen draus. Hauptsache es hebt halt einfach ein Weilchen. Und das hängt man dann eben an besagte Schnur. Und bisher ist es wohl so gewesen, damals bei der Wolfsjagd, als man die Wölfe gejagt hat, hat man eben im Wald oft einzelne Bereiche eben mit diesen Lappbändern abgespannt, abgesperrt. Und im Regelfall, einzelne Ausnahmen wird es wohl gegeben haben, dass er in der Panik doch mal drunter durch ist. Aber die allermeisten Wölfe schrecken da irgendwie zurück. Das ist denen nicht geheuer. Die laufen da nicht durch. Also als Lagerplatzabsicherung wäre das vielleicht durchaus wirklich eine Möglichkeit, die erstmal den Widerstand in das Lager zu kommen für den Wolf erhöhen würde. Ob ihn das 100% aufhält, wage ich zu bezweifeln. Aber die Tatsache, dass er ohnehin da nichts findet, was er essen kann, weil wir unseren Proviant woanders aufgehängt haben, plus wir unter Umständen diesen Lappzaun quasi errichtet haben, um uns da vom Wolf zu schützen,
plus die Tatsache, dass eh klar ist, dass wir ein Mensch sind, was er bei dieser Gelegenheit dann auch wirklich gerochen hat, was soll der dann noch an unserem Lagerplatz wollen? Ist so unrealistisch, so wahnsinnig unrealistisch, dass ich mich dann absolut sicher fühlen würde mit diesen entsprechenden Maßnahmen. Und wenn man sowieso schon jetzt diese Leine ums Lager gezogen hat, diesen Lappzaun, dann kann man da ja noch irgendwelche kleinen Glöckchen dranhängen, irgendwelche Alu-Konservendosen mit Steinen drin, die scheppern, sobald da irgendjemand gegen die Leine läuft. Also sozusagen eine Alarmanlage. Dass man also, sobald irgendwas diese Leine berührt, dass es dann halt so viel Lärm gibt, dass man dann hoffentlich aufwacht. Das hängt jetzt natürlich vom individuellen Schlaftiefe ab, desjenigen, der da halt eben entsprechend schläft. Ich persönlich wache wegen jedem Scheiß auf normalerweise, kriege dann auch immer mit, wenn irgendwelche Tiere zu Besuch kommen nachts. Aber manchmal auch nicht, manchmal auch nicht. Also ich habe auch schon ein Reh, ein Eichhörnchen und was war noch für ein interessantes Tier da? Habe ich also auch schon Sachen verschlafen, ist auch schon vorgekommen. Aber eher selten, ne? Meine Freundin ist dann noch krasser drauf. Die wacht wirklich wegen jedem Mist auf. Die schläft überhaupt nicht gefühlt. Sie schläft trotzdem gerne draußen, nur dass sie halt nicht schläft. Ja, wem das jetzt noch nicht sicher genug ist, dem bleibt natürlich noch die Möglichkeit, mit mehreren Personen im Wald zu übernachten. Der Gruppe wird sich der Wolf mit Sicherheit nicht nähern, schon gar nicht ein Einzelwolf. Und wie gesagt, dass das ganze Rudel vorbeikommt, nein, davon dürfen wir sicher sein, dass das eben entsprechend nicht passieren wird. Wir sind dann einfach nur eine Gruppe anderer Tiere, die sich zufällig im gleichen Gebiet aufhält. Revierverteidigung, Streifgebietverteidigung findet ja nur gegenüber der eigenen Art statt oder anderen Nahrungskonkurrenten. Also so ein Wolf mag zum Beispiel den Fuchs nicht. Wenn der Wolf den Fuchs kriegt, dann beißt er auch den Fuchs tot, weil der Fuchs zumindest theoretisch eine gewisse Nahrungskonkurrenz sein könnte. Ne? Nochmal ein Grund, weshalb Fuchs auch gerne eben entsprechend Hunde angeht, weil sie potenziell ja auch wieder Nahrungskonkurrenz sein könnte. Wolf mag auch die Wildkatze nicht, wenn er sie kriegt. Ob er sich mit einem Luchs anlegt, weiß ich nicht. Vorstellbar wäre es, weil Luchs holt sich Reh, Wolf holt sich Reh. Das wäre noch die größte Nahrungskonkurrenz. Die Wildkatze frisst normalerweise eigentlich zu 99% Mäuse. Ja, nicht 99, aber 90%. Wäre also im Grunde Wurst. So ein Wolf holt sich übrigens auch hin und wieder auch mal eine Maus. Also so als Snack. Wenn er gerade eine kriegt, so wegsnacken. Das kommt auch schon mal vor, aber unrealistisch. Rehe. Bei uns zu Lande wirklich Rehe an Wildschweine geht er auch nicht ran. Höchstens mal ein Frischling, wenn er einen kriegt. Ohne dass es halt eben die größeren Wildschweine mitkriegen. Das ja, aber im Großen und Ganzen kann man es wirklich auf Rehe runterbrechen. Und natürlich würde es helfen. Das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache, ne? Das darf man ja normalerweise nicht. Aber es würde natürlich helfen, wenn man das Lager absichern möchte, wenn man da ein Feuerchen drin macht. Weil, wie wir schon gesagt haben, Wolf und jedes Tier generell hat halt nun mal Angst vor Feuer. Wenn man also da noch glimmende Glut hat über die ganze Nacht und immer diesen Feuergeruch, dann merken die das auch. Und da werden die sich fernhalten. Da hilft dann auch nicht Neugier. Wenn es nach Mensch riecht, dann könnte ein neugieriger Wolf auf die Idee kommen, oder gehe ich jetzt mal nachgucken. Das wäre denkbar. Unrealistisch, aber denkbar. So, wenn es aber nach Feuer riecht, da kommt kein Wolf auf die Idee, danach zu gucken. Wirklich nicht. Und wenn man dann wirklich immer noch so eine leicht glühende Glut hat und so leicht dampfend, leicht entsprechend intensiv riechend, da kommt kein Wolf auf die Idee und guckt nach. Es ist also wirklich nicht umsonst ein Gerücht, das wirklich zutrifft, dass man beim Lagerfeuer vor wilden Tieren geschützt ist. Das ist wirklich so. Die kommen da nicht her. Das funktioniert im Dschungel, das funktioniert im Wald, das funktioniert im Hochgebirge, wo immer man ist, wo es potenziell gefährliche wilde Tiere gibt, ist ein Lagerfeuer ein hervorragender Schutz vor den Selbrigen. Ne? Das hilft schon wirklich. Aber man muss natürlich im Hinterkopf behalten, das wisst ihr aber sicherlich, wenn ihr dieses lange Video jetzt sowieso angeguckt habt, dann habt ihr auch so viel mitbekommen, dass Feuermachen im Regelfall in deutschen Wäldern nicht erlaubt ist. Es sei denn, man hat eine Genehmigung. Man könnte sich natürlich so ein bisschen mit dem Hobokocher behelfen. Ein Hobokocher ist zwar genauso verboten, wird aber eher toleriert. Und vielleicht wäre das ein möglicher Kompromiss für die Leute, die wirklich Angst haben, im Wolfgebiet zu übernachten, es aber trotzdem gerne möchten, weil sie keine Lust haben, woanders hinzufahren. Denn das ist noch die letzte Möglichkeit, wenn man ums Verrecken
Angst hat, im Wolfsgebiet im Wald zu übernachten, dann muss man halt wohin, wo es vermutlich weniger oder auch gar keine Wölfe gibt. Problem ist nur, 100% ausschließen, dass nicht vielleicht doch in irgendeinem Wald hier jetzt doch noch irgendwo der Wolf drin hockt, kann man auch wieder nicht. Das geht nicht. Inzwischen gab es so viel Migrationsbewegung wolfstechnischer Art in Deutschland, dass es theoretisch in Bayern, grundsätzlich auch in Baden-Württemberg und überall in Süddeutschland, auch eben in Süddeutschland, denkbar wäre, dass da mal eben einer vorbeischaut. Und gerade das wären ja dann diese Wölfe auf Wanderschaft, die neugierig sind, die suchen nach einem Platz zum Bleiben und die sich dann eher nochmal an einen Menschen rantrauen, weil sie den noch nicht kennen, weil sie jung sind, weil sie neugierig sind, wie schon erwähnt, und sich dann einem nähern. Ne? Wo schon alles mit gängigen Hudeln besetzt ist, da kann man eigentlich völlig entspannt übernachten. Die kennen Menschen, die wissen, dass sie mit denen nichts zu tun haben wollen. Wäre vielleicht sogar entspannter als jetzt zum Beispiel hier bei mir im Schwarzwald, wo es nur 2, 3, vielleicht 4, vielleicht auch nur 1 oder schon gar keinen mehr entsprechend Wölfe gibt. Schwer zu sagen. Ja, und das waren so die Dinge, die ihr angemerkt hattet. Die Dinge, die ich in diesem Video einbauen wollte. Und so meine Überlegungen zum Verhalten, zum Vorbeugen von Wolfsbegegnungen und Verhalten bei Wolfsbegegnungen. Und das war jetzt auch wirklich lang genug. Da haben wir jetzt alles durchgekaut. Mehr fällt mir beim besten Willen nicht ein. Macht's gut. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.